Wir alle kennen das. Du stehst vor einer wunderschönen Frau, möchtest dich mit ihr unterhalten. Oh Gott, sie denkt, ich bin ein Trottel. Sag einfach was. Aber dein Gehirn, fang einfach an zu reden, kriegt einfach keinen zusammenhängenden Satz hin. Ah! Wäre es nicht geil, wenn dir da ein witziger, cooler Spruch einfallen würde? Vielleicht etwas, wobei sie lacht? Oder vielleicht eine Frage, die irgendwie in die Tiefe geht, sodass sie mehr von sich erzählen kann, ihr euch näher kommt und sie völlig von dir begeistert ist? Das soll gehen? Ja, und zwar mit der Vulkantechnik. Vulkantechnik? Was ist denn die Vulkantechnik, Andi? Legen wir los. Die Vulkantechnik ist super einfach und so geht sie. Stell dir vor, du stehst in einem Tal, tausende von Kilometern tief. Du bist ganz weit unten und kannst nicht mehr hochklettern. Und je mehr du es versuchst, je mehr du nachdenkst und versuchst, Lösungen zu finden, desto mehr steckst du fest. Du kommst da einfach nicht mehr raus. Und da oben, ganz da oben, da wartet sie auf dich. Sie wartet darauf, dass du was sagst. Aber weißt du was? In diesem Tal, in dem du dich befindest, ganz tief unten, da steckt ein Vulkan. Damit er explodiert und dich zu ihr hin befördert, dass du auf der Lava schön zu ihr hin surfen kannst, musst du einfach nur sagen, und warum? Wie? Das war's? Ja, der Rest wird nämlich förmlich aus dir raussprudeln. Wie die Lava aus dir rausschießt, so werden die anderen Worte einfach folgen. Garantiert. Denn dein Gehirn wird sich den Rest dann irgendwo aus seinem Hintern ziehen. Und ich gebe dir gleich ein paar Beispiele, damit du genau sehen kannst, wie sowas aussieht. Das ist nämlich ein richtig interessanter Effekt, den wir hier ausnutzen. Mit der Vulkantechnik überlistest du dein Gehirn, nicht mehr zu denken, sondern zu sprechen. Und egal, was du sagst, es wird gut ankommen. Du wirst sympathisch und vor allem authentisch ankommen. So, ich habe es dir versprochen und deswegen machen wir das Ganze jetzt live, spontan, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, was ich gleich sagen werde. Also, eine Frau steht vor mir, was soll ich sagen? Und warum findest du, dass deine Kleidung mich nicht verrückt nach dir machen sollte? Und warum ist die Farbe Rot an dir so attraktiv? Und warum sieht dein Hut so aus, als wäre er ein Früchtekorb? Okay, der war bescheuert. Warum findest du mich attraktiv? Und warum sollten wir zwei uns jetzt nicht küssen? Und selbst wenn kompletter Schwachsinn dabei rauskommt, du wirst sie dann dazu bringen zu lachen. Und es macht dich vor allem auch extrem attraktiv. Denn wer fragt, der führt. Okay, cool. Aber jetzt vergiss alles, was ich dir gerade gesagt habe. Denn wenn du sie wirklich verführen möchtest, dann ist Stille etwas Gutes. Stille ist dieser Moment, wo die Luft zwischen euch knistert. Wo eure Augen eine Sprache sprechen und alles um euch herum irgendwie zu einem grauen Brei vermischt. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, aber diesen Moment, den nennen wir Vakuum. Und wenn du Vakuum kontrollieren kannst, dann kannst du wirklich Anziehung erzeugen. Ich liebe es. Also mein Lieber, bis bald und willkommen zur Reise deines Lebens.